Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Agrarsimulator 2013. Mein Name ist Gardahol mit einem R und die Abkürzung ist Garda ohne R. Und ich bin gerade dabei, hier mich von dem Schock zu erholen, dass wir es nicht hinbekommen haben, den Ladewagen abzuladen. Warum auch immer nicht, bin mal da gespannt, ob ich da noch irgendwann hinterkomme. So, ich wollte gerade den Helfer ausrüsten hier mit dem Güllefass, damit der Kollege mal da hinten, der hat ja hier das fertig, ne? Da kann er schon mal hier mit dem Trecker wieder rankommen. Der gute Sebastian. Und wir müssten mal sehen jetzt, dass wir das also düngen und dann einen Tag vorstellen, damit wir auch langsam mal ans Ernten kommen. Und wir müssen unsere Schweinchen noch von Hand füttern, weil ich das nicht hinbekomme, das Futter da reinzupacken. Automatisch, warum auch immer das nicht geht. Wahrscheinlich, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich das Gras hier. Das wollte ich doch gar nicht. Mal schön wieder auf den Haufen packen. Das nichts verkümmert, hätte uns auch mal gesagt. Ja, da ist der gute Sebastian angekommen. Und wir hängen mal hier das Güllefass an. Wenn ich da jetzt nicht jedes Mal ein Gras-Dings nehmen würde, das wäre natürlich auch noch goldiger. Dann nehmen wir die mal eben und füttern mal eben, wenn wir schon mal dabei sind. Und ihr kennt den Trick, ne? Mit Strafen seid ihr schneller unterwegs. Deutlich schneller. Aber jetzt habe ich das Ding nicht mehr in der Hand, ne? Nee. Verliert den immer sofort. Und das ist auch der Grund, warum ich da nicht so viel Lust drauf habe, das so zu machen. Vielleicht muss ich einfach nur höher gucken. Ist im echten Leben auch so, ne? Da muss man ja. Da gucken wir ja auch nicht auf die. Da gucken wir ja auch nicht auf die Füße. So, dann schmeißen wir die rein und dann seht ihr jetzt. Der wird jetzt gleich eingesammelt und landet da hinten in unserem Vorrat. Gut, ich muss jetzt nicht alles verstehen. Egal, also die Schweine haben jedenfalls erstmal zu fressen. Der Hund nervt. Komm mal her, Waldi. Na komm. Na komm. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, hallo. Ja, komm mal her. Oh. So. Okay, also, wir wollten, was wollte ich denn? Genau, ich wollte das hier startklar machen. Das haben wir jetzt soweit auch. Dann können wir jetzt dem hier, dem Kollegen Sebastian sagen, komm, steig mal aus deiner Karre. Nimm mal die andere. Und dann fertilisier das, ne? Wie bei dem Borg. Assimiliert das. Und hier können wir noch ein schönes Feld anlegen. Dann anschließend. So. Auswählen. Das Feld. Starten. Okay, das soll wohl klappen. Hoffe ich zumindest. Und ja, wir wollten dann was machen. Genau, ich muss einmal hier den. Ah, den können wir so lassen, weil der kann. Was kann der? Der kann gleich dann pflügen, das andere Feld. Wir könnten schon mal die Feldspritze fertig machen. Oh, da hängen wir erstmal hier den Wagen erstmal ab. Wir haben ja heute schon unseren Rundgang gemacht und die Tiere sind ja alle glücklich.
So, und die Spritze brauchen wir gleich, weil da müssen wir... Oh. Die Spritze brauchen wir gleich, weil da müssen wir die Felder, wo die ersten Keimlinge schon zu sehen sind, was noch nicht der Fall ist, die müssen wir dann spritzen, damit dort kein Unkraut rauskommt und... Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Und, ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig, wo man, wie man genau erkennen kann, wann die Ernte denn reif ist. Das müsste dann ein bisschen austüfteln. Und auch wie man Sonnenblumen erntet, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Dass das normal ist, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Steht vielleicht ein bisschen ungünstig. So, wo ist denn das richtige Zugmaul hier? So, jetzt aber gleich. Ist vielleicht ein bisschen groß für den kleinen Trecker. Dann müssen wir es vielleicht doch mit einem anderen Trecker machen. Aber normalerweise sollte das gehen. Dann testen wir es mal wie mit dem Ackerschienentrick hier. Also Ackerschiene dran. Das sollte eigentlich immer gehen. Genau. Und Zapfwelle brauchen wir. Die muss jetzt ein bisschen mehr Meter zurücklegen. Okay, so. Und ja, die müssen wir vorbereiten. Das heißt, wir müssen die erstmal mit Wasser auffüllen. Und Wasser auffüllen. Fahren wir einfach mal. Nehmen den Brunnen hier. Ist der jetzt schon voll? Ne, jetzt. Das wäre bestimmt auch mal lustig, wenn wir mit dem kleinen Trecker Feldarbeit machen, oder? Nicht. So. Und dann brauchen wir natürlich noch Pflanzenschutzmittel für die Ökospender da draußen. Ihr könnt gerne weiterhin eure von Fungiziden und Pestiziden befallende Ökoscheiße fressen, wo ihr dann mehr Unrat in eurem Körper aufnehmt, als wenn das mit Produkten aus unserer Chemieindustrie vernünftig vorher behandelt wurde. Nicht? Ja, ihr kennt meine Meinung dazu. So. Ich schmeiß meinen Sack einfach hier drunter und schwupp ist er drin. So. Ich weiß nicht, ob das dann genug ist, ob man da einen Sack dann braucht. Sieht gut aus. Okay. Wir könnten mal die Hydraulik runter machen. Das sieht nämlich mal ein bisschen gefährlich aus hier. Geht gar nicht. Total blockiert. Okay, dann der ist dann schon mal einsatzbereit. Da können wir dann nachher den Tag, die Zeit vorstellen, damit wir... können wir da sofort loslegen. Dann fahren wir den mal so hier hin, dass wir ihn nur anhängen brauchen. So, mal die quälende Zapfwelle hier wieder los. Die quält sich ja richtig. So, haben wir das auch wieder vorbereitet. Gucken hier, was unsere Chicken Wings machen. Dass vielleicht ein Eierkarton wieder voll ist, aber haben wir jetzt noch nicht einen Tag wieder vorgeschaltet. Das dauert noch etwas. Aber was ich hier noch machen wollte, ist, die wollte ich noch füttern. Und zwar nicht nur mit Mais, was im Moment da drin ist, sondern vielleicht auch mit anderen Futtersorten. Vielleicht bringt das ja was. Und zwar haben wir drin Weizen. Und die fressen auch noch Mais und Sonnenblumen. Dann nehmen wir mal eben hier Mais. Und erinnert mich mal dran, dass ich beim nächsten Mal den Hänger irgendwo anders hinstelle hier. Vielleicht hilft ja viel. Weil wir sehen, unser Hähnchenbestand ist von 21 auf 11 runtergegangen, obwohl ich die immer ordentlich füttere. So viel fretten die auch gar nicht. Aber Eier produzieren sie auch nicht. Gucken, wo der Hühnerschräger mit unserem Trecker steckt. Oh. Der ist doch wohl nicht durch die Map gefallen. Ne, da oben ist er.
macht denn der da? Ist der schon fertig? Der ist schon fertig. Hä? Das ging aber fix. Das gucke ich mir mal an. Tatsache. Naja, nicht so ganz fertig. Ja, das heißt, mit dem hier, dann können wir den schon mal wieder ans Pflügen tun. Dann machen wir das beim neuen Feld. Machen wir jetzt mal ein schön großes Feld für den. Und dann können wir den schon mal wieder hier nach Hause fahren lassen. Fahren wir mal hier so hin. Und machen hier ein neues Feld. Feld erstellen. Und wie gesagt, da wollte ich mir jetzt einmal ein Feld machen, was wirklich nicht überall irgendwelche Gegenstände und bla mitnimmt, aber ziemlich groß ist. Also einmal ein richtig großes Feld hier. Für richtig viel Spaß. Was hier wieder nicht... Hat nicht geklappt. Nochmal. Feld erstellen. Ja, da frage ich mich immer noch, wo denn das liegt. Also das ab und zu mal will das wirklich nicht so, wie ich will. Okay, so. Und dann können wir ihm nämlich sagen hier, unserem Sebastian hier, Kollege, geh mal raus aus dem Trecker, geh in den anderen rein und pflüge unser nächstes Feld. So, das ist jetzt, glaube ich, das Größte, was... Nee, das hier ist noch ein bisschen größer, okay. Ja, was ich eigentlich sagen wollte war, wir lassen uns durch nichts aufhalten. Und da hat sich ganz kurz das Spiel mal wieder verabschiedet, als ich den Helfer auf den Trecker gesetzt habe. Jetzt habe ich die Trecker getauscht. Das Feld habe ich ein bisschen anders geformt, wie ihr seht. Und da fährt der Kollege Sebastian auch schon los. Hat sich ein bisschen verfahren gerade und kann schon mal das Feld pflügen. Ja, da bin ich jetzt auch ein bisschen rausgekommen. Genau, ich müsste dann jetzt hingehen und hier mal dann wieder grubbern. Das machen wir auch mal. Das heißt, ich hänge den Grubber an und wünsche euch dann schon mal in der Zeit für das Feldgrubbo, weil das habt ihr schon mal gesehen, gute Unterhaltung gehabt zu haben und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Agrarsimulator 2013. Alle Sendetermine findet ihr wie immer im Sendeplan. Es kann sein, dass ich da kurzfristig ein paar Termine umstelle, wenn ich mehr Folgen mache, als ich so ursprünglich dachte. Deswegen schaut immer mal rein. Es kann sein, dass da dann plötzlich mehr Folgen aufgetaucht sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss und ich freue mich auf eure Kommentare.